Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. In diesem Video wollen wir unterschiedliche Möglichkeiten erlernen, bestimmte Bereiche eines 3D-Modells in ihrer Oberfläche zu bearbeiten. Als Beispiel verwenden wir eine Statue aus der Sammlung Farnese. Die Sammlung besteht seit dem 16. Jahrhundert und findet sich heute im Museo Nazionale Neapel. Bis ans Ende des 18. Jahrhunderts war es ganz üblich, dass die Statuen, nachdem sie meistens in Einzelteilen und häufig unvollständig gefunden wurden, stark ergänzt und überarbeitet wurden, da Sammler nur an vollständigen Objekten interessiert waren. Die Ergänzung erkennt man am Original natürlich am besten, aber auch auf Bildern lassen sie sich feststellen. So kann man beim Antinos Farnese deutliche Bruchkanten an den Armen und Beinen sehen und erkennt auch, dass sie etwas heller sind als die restliche Statue. In diesem Fall haben wir sogar historisch dokumentiert, dass die Ergänzung von Carlo Albertini 1791 und 1796 vorgenommen wurden. Der Kopf hat zwar auch eine Bruchkante, gehörte aber zum antiken Bestand dazu, wenn er auch mit Säure übergangen wurde. Auf myminifactory.com findet man einen 3D-Scan des Antinos Farnese. Anscheinend wurde das Modell geglättet oder die Aufnahmemethode erlaubte keine detaillierte Oberfläche. Jedenfalls sieht man an dem Modell keine Bruchkanten mehr und auch keine farblichen Hinweise auf die Ergänzung, was aber auch daran liegen kann, dass der Scan nicht von einem Original, sondern von einem Gipsabguss aufgenommen wurde. Möchte man dieses Modell nun für Forschungszwecke, zum Beispiel in einer Rekonstruktion des Aufstellungsortes, verwenden, könnte man diese nachantiken Ergänzungen als solche hervorheben oder gar ganz entfernen. Beide Möglichkeiten sollen in diesem Video vorgeführt werden. Wir laden das Modell in MeshLab und da es eine STL-Datei ist, kommt am Anfang eine kurze Meldung, ob man denn unreferenzierte Vertices zusammenfassen möchte. Das passiert bei STL-Dateien manchmal und man muss die Auswahl lediglich bestätigen. Dann wollen wir das Modell um minus 90 Grad auf der X-Achse rotieren und anschließend verkleinern. Den Verkleinerungsprozess wollen wir in diesem Fall aber mit einem Aufgabenskript beschleunigen. Wir führen das Bereinigen und Verkleinern einmal durch und können die Befehle dann unter Filters, Show Current Filter Script ansehen. Man kann die Reihenfolge der Befehle festlegen, einzelne Befehle entfernen, man kann auch die Parameter für die Filter verändern. Unter Save Script kann man diesen Arbeitsablauf speichern und immer wieder anwenden. So kann man mit allen Filtern vorgehen und Befehle auch mehrfach hintereinander durchführen lassen, sodass man seltener das Skript aufrufen und anwenden muss. Da wir beim Verkleinern aber ein bestimmtes Ziel haben, über das wir nicht hinausschießen wollen und unsere Modelle bisher auch nicht so groß sind, dass es sich lohnen würde, verwenden wir vorerst noch das kurze Skript hier. Wir wenden es so häufig an, bis die gewünschten 200 bis 400.000 Faces erreicht sind. Um die Ergänzung möglichst genau zu markieren, wollen wir ein Bild daneben legen und die Projektübersicht ausblenden. Die Tastenkombination dafür und um sie wieder einzublenden, ist STRG plus L. Ergänzungen, die vom Körper abstehen, wie zum Beispiel die Gliedmaßen, wollen wir erst einmal isolieren, um sie zu bemalen. Dafür markieren wir sie wieder mit dem rechteckigen Selektionstool. Mit STRG und linker Maustaste kann man eine neue Auswahl der bisherigen hinzufügen und mit SHIFT plus linke Maustaste kann man sie auch wieder entfernen. Mit Escape kann man aus dem Tool-Modus in den Navigationsmodus wechseln und so sicherstellen, dass man nicht aus Versehen zu viel markiert hat. Ist man mit der Auswahl zufrieden, geht man auf Mesh Layer und wählt den Filter Move Selected Faces to Another Layer. Damit kommt automatisch wieder die Projektübersicht ins Bild und wir sehen, dass dort ein weiteres Mesh hinzugekommen ist. Wir speichern das Ausgangsmodell unter einem neuen Namen, das neu hinzugekommene Mesh des Armes im gleichen Format und anschließend auch das Projekt als solches unter File, Save Project.
So geht man für alle Gliedmaßen vor. Und mit jeder Auswahl kommt ein weiteres Mesh in der Projektübersicht dazu. Ist man damit fertig, kann man mit dem Einfärben beginnen. Diese Freistellung der einzufärbenden Bereiche dient dazu, nicht aus Versehen zu viel zu bemalen. Denn klickt man auf das Pinselsymbol in der Tool-Leiste und betrachtet die Einstellung, so sieht man nur hier die Möglichkeit, einzelne Schritte rückgängig zu machen. Schließt man das Tool zwischendurch, kann man die Farbe nicht wieder entfernen. Deswegen eignet sich das Tool für großflächiges Markieren bestimmter Bereiche, nicht aber zum Beispiel für aufwendige farbige Rekonstruktion. Dieses Tool hat auch weitere unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Man kann die Transparenz des Pinsels einstellen, seine Größe und die Härte. Da wir keine Angst haben müssen, ungewollt Flächen zu bemalen, wählen wir einen großen, harten Pinsel. Auf dem schwarzen Feld kann man außerdem eine Farbe auswählen. Wir achten oben rechts in der Projektübersicht darauf, auf dem richtigen Modell zu arbeiten und können mit der linken Maustaste die Ergänzung einfach bemalen. Ist man mit einer Ebene fertig, schließt man das Tool, indem man sein Fenster schließt und auch in der Tool-Leiste zweimal draufklickt, um es zu deaktivieren. Dann wählt man die nächste Ebene aus und bemalt auch diese und geht so mit allen Körperteilen vor, die bemalt werden sollen. Ist man damit fertig, kann man sich den Ergänzungen widmen, die auf dem Objekt liegen, wie in diesem Fall das Geschlecht der Statue. Hier malen wir direkt auf dem Objekt und achten dabei gut darauf, dass keine Farbe ungewollt auf andere Bereiche kommt, ehe man das Tool wieder schließt. Ist man fertig, möchte man die ergänzten Teile und den originalen Bestand wieder zusammenfügen. Klickt man rechts auf eines der Modelle und wählt Flatten Visible Layers, werden beide Ebenen wieder zusammengeführt und das Objekt kann unter einem neuen Namen gespeichert werden. Da es nun aber Farbinformationen auf den Faces und Vertices enthält, exportieren wir es nicht wieder als STL, sondern wandeln es in das Format PLY um. Dafür muss man unter Export Mesh As Stanford Polygon File Format auswählen. Gegebenenfalls ist es auch schon, wie hier, bereits ausgewählt. Und im folgenden Exportfenster muss man dann darauf achten, dass das Häkchen bei Color unter Vertices gesetzt ist. Möchte man die Ergänzung vollständig entfernen, kann man wieder das bereits beschnittene Modell des Antinos Farnese in das Programm laden. Wir löschen das andere Mesh aus dem Projekt raus und widmen uns der Bearbeitung von diesem. Was bei ihm noch fehlt, ist die Entfernung des Geschlechts. So wie wir es gerade eben angemalt haben, wollen wir es jetzt auch entfernen. Dafür klicken wir wieder auf das Set Painting Tool, wählen in der linken Leiste allerdings das rotfarbene Pinselsymbol aus. Damit kann man auf gleiche Art und Weise Bereiche auf dem Modell markieren. Auch hier muss man wieder sehr darauf achten, nicht aus Versehen Bereiche in die Markierung hineinzunehmen, die dort nicht hingehören, ehe man die Auswahl löscht. Das große Loch, das dabei entsteht, ist wenig ansehnlich und dem antiken Bestand nicht getreu. Mit einem Remeshing-Filter kann man dieses und auch die Löcher an den Gliedmaßen schließen. Wir nehmen dafür den Poisson-Filter. Man wählt bei den Parametern 10, 10 und 1 aus und wendet ihn an. Damit entsteht ein neues Mesh in der Projektübersicht unter dem Namen Poisson. Vergleicht man durch An- und Ausschalten der Modelle die beiden Meshes, so fällt auf, dass die Löcher zwar geschlossen sind, dies aber zu Ungunsten der Oberflächenbeschaffenheit geschehen ist. Das Poisson-Mesh ist deutlich weicher und weniger detailliert als das Ausgangsmesh. Genügt dies dennoch den Ansprüchen der Fragestellung oder des Anlasses, speichert man das Poisson-Mesh nun auch unter einem neuen Namen. Welche Methode zur Markierung für Ergänzungen sinnvoller ist, hängt ganz davon ab, wofür man das 3D-Modell nutzen möchte. Wir haben bereits in Tutorial 1 festgestellt, dass 3D-Modelle nicht identisch mit dem tatsächlichen Kunstwerk sein müssen oder gar können, es sei denn,
Sie sind mit einer genauen Vermessungstechnik in hoher Auflösung eingescannt worden. Auch das Programm stößt bei dieser Aufgabe an seine Grenzen, da man Löcher in anderen Programmen wie Blender oder Mesh Mixer besser schließen kann, was wir euch später in einem anderen Tutorial zeigen wollen. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuschauen!